Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Machen wir weiter. So, Turnier. Das kommen wir auf jeden Fall dran, ne? Ich glaube, letztes Mal haben wir schon alles kontrolliert. Oh, außer vielleicht heilen. Ich sollte mich echt heilen. So. Und was dann noch fehlt, ist eigentlich Training, aber fürs Turnier trainieren wir nicht. Denn wäre vielleicht zu gefährlich, damit zu sterben. Deswegen lassen wir das noch weg. Und fangen damit, glaube ich, an, richtig? Genau. Die Keule und das Schild muss bald repariert werden. Also am besten irgendein Lock of Draw oder Draft wäre gut, weil da kann ich alles reparieren. Also Draft wäre am besten sogar, weil dort kann ich sogar die Rüstung ausziehen. Wir kriegen ja dort alles gespendet. Das ist voll geil. Oder ausgeliehen. Rein da. Yoridos kriegt plus. Nice. Der ist ja gerade minus 2. So, mal gucken, ob die wieder ein bisschen spacken. Ich hoffe nicht. Beim Spawn. Boah, wie viele. Ah, ne. Bei mir sind auch welche. Sehr gut. Ah, das war Gruppenfight 6 gegen 6. Nicht ich allein gegen 6. Okay, schon besser. Die haben schon den Löwenschädel. Also sind die überpowered, die zwei da. Ich frage mich echt, was das für ein Balancing, dass hier so ein Endgame-Schädel-Gear haben. Das ist echt krank. Treffer. Treffer. Schöner Block. Bam, Alter. Oh, der hat gesessen. Dein Schild ist... Oh mein Gott, Slain, Junge. Das war zu schwach, dein Schild. Aber cool, das sind so die Stammesbrüder. Das muss man auch ziehen. Oh, zu wenig. Komm, stich zu, Junge. Dein Kackschild. Ah, immer diese Stun-Animation. Du Ficker, Junge. Bam, Junge. Slain. Der Kopf ist weg. Tschüss. Holy. Warte, ich könnte das eigentlich werfen versuchen. Warte. Wie geht werfen? Irgendwie ein bisschen probieren können wir das ja, ne? Warte, 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 warte. Rebind Keys. So. Bla, 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 bla. Genau, wir müssen ja Waffe droppen. Also wahrscheinlich E drücken. Und dann Force Step, Force Das. Reset Camera. Das ist auch zum Beispiel wichtig. Zoomen. Oh, ich kann auch rauszoomen sogar. Das ist echt gut. Training UI. Toggle Tooltips, Show Victory Screen, Classic Third Person Camera. Warte. Ah, Classic ist die hier. Nee, 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 nee. So, wo sind die Gegner? Du? Ja. Ja, genau. Ein Teammate würde nicht angreifen. Gesessen. Scheiß Helm. Wir müssen Körperschläge machen. Da ist er verwundbar. Stich. Bam, Junge, slain. Okay, auf zum nächsten. Wer ist hier von der Gegner? Der da, ne? Genau, der ist rot. Ficker. 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 Jawohl, slain. Alter, das war richtig krank. Junge, die Waffe kostet auch so wenig Ausdauer gerade. Das ist so gut, die Waffe. Holy. Ich muss echt überlegen, ob ich mir überhaupt eine andere hole. Vielleicht eine bessere Keule im Sinne von wirklich, aber so ähnlich. Oh, ich habe den Stecher ausgenutzt. Und ich habe ihn so geteilt. Junge. Was für eine Waffe liegt da überhaupt? Bronze. Oh mein Gott, die ist. Guck mal, die ist stärker, aber die ist nicht stärker. Wisst ihr, wie ich meine? Lustig. Gegner? Der in der Mitte. Bam, Junge. Alter, dass man auch damit stechen kann, ist ja das Brokene. Also wirklich. Oh! Okay, ganz ruhig. Good job, good job. Alter, der Siegerkreis. Natürlich kriege ich nicht die beiden mit den Schädeln. Nein, ich krieg nur einen davon. Sogar das ist Glück für mich. Okay, die sind weiß. Simpel. Bam. Bam. Oh, der hat gesessen. Come on. Stecher. Bam, Junge. Bam, Junge. Okay, ich würde gerne noch einen Schlag setzen, aber wir haben noch nicht genug Stamina gelevelt. Junge, weg ist er. Man muss immer richtig viele kurze Schläge machen. In DPSen, weil dann. Ich hoffe, der hat auch solche Limits wie ich. Wenn er Schaden kriegt, verringert sich seine maximale Ausdauer. Wenn ja, ist es busted. Da kann ich schnell in DPSen und dann hat er weniger maximale Ausdauer. Kannst du mal sterben? Oh, getroffen. Oh mein Gott. Nicht getroffen. Du Ficker.
Getroffen. Okay. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Junge, der Trade war echt gut, diese 5% Ausdauer ging lassen. Slain, Junge. Easy. Aber es ist irgendwie voll cool, sogar nicht die Anzeige zu sehen, wie viel sie dich feiern, weil es ist so ein bisschen realistisch. Du hörst halt einfach hin, wie viel das Ding gefällt und voll nice. Oh, jetzt kommt Big Boss. Oh mein Gott, Longneck. Oh shit. Mein Schild, nein! Oh, das tut weh. Meine Ausdauer Insta-Hälfte. Wir brauchen einen anderen Schild. Hat jemand hier ein Schild? Schöner Block. Dieser Kack-Krümel auf meinem Tisch hat mich gerade richtig genervt beim Schlagen. Aua. Aua. Er gewinnt gleich. Alter. Meine Ausdauer. Ah, du feierst dich, du Bastard. Du Bastard. Ich abuse deine linke Seite. Ausdauer. Ich abuse deine verdammte linke Seite. Wie viel hält er noch aus, ha? Huh? Du Wichser. Your weapon. Was? Nein, nicht meine Weapon auch noch. Weg mit dir. Gib mir das Ding. Heilige Mutter. Mein Schild, mein schöner Schild ist kaputt. Alter. Die 200 Durability haben nicht gereicht davor. Die Waffe war heftig anscheinend. Wo ist meine Maus? Da ist sie. Junge, viel zu klein immer noch. Jawohl, plus 3 jeder. Nice, nice. Und ich kann Trade aussehen. Plus 25 Movement oder Heavy Hitter. Plus 10 Stun Chance. 25 sogar da. Und 25 Knockback, wenn ich Heavy bin. Oh, ich muss also auf Heavyweight spielen oder Minimum Medium. Aber man sieht, das ist halt für Heavy gedacht. Fetteste Rüstung. Man hat dann noch mehr, sogar Stun Resistance. Das ist stark. Aber Movement ist genauso stark. Einfach nur bewegen, dann kommen wir nicht ran. Oh, was nehmen wir denn jetzt, Leute? Also die Keule haben wir ja schon. Ich glaube, ich nehme das hier, weil am Ende wird man so oder so da sein. Bam, Junge. Movement. Oder lieber das hier. Kohle sparen oder 4,8 Movement. Eigentlich will ich immer sowas nehmen, aber gerade will ich Geld sparen auch. Hm. Verletzen wir so oder so? Nehmen wir mit. Oh, noch ein Level. Ja, moin. Stamina. Bam, Junge. A Shadow emerges. Ja, moin. Mein Base wird kaputt. Genau, ich muss fighten. So eine Kacke. Das ist gerade ungünstig. Oh, die Musik, Alter. Oh, diesmal bin ich alleine. Holy! Und ich habe nur Half-Life. Your weapon will break soon. Pisst euch! Jawohl! Das war gut. Bam, Junge. Slain, Junge. Und weg da. Alter, wir müssen ganze Ausdauer. Funficker, schon wieder du. Na, bist du sauer wegen der letzten Folge? Nix da. Oh mein Gott. Das ist gefährlich. Bong, Junge. Ihr scheiß Banditen. Ich bin langsam in der Ecke gefangen. Aua. Oh, 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 oh. Regeneration, Regeneration. Der Perk von der Klasse. Come on. Slain, Junge, Alter. Und du bist der nächste Slain. Und noch einer. Junge. Jawoll, Alter. Ihr kleinen Wichser. Boah, war das knapp. Holy, meine Keule lebt noch. Das ist verdammt gut. Ein bisschen Kohle noch von den Leichen geklaut. Perfekt. Heilige Mutter. Okay, direkt erstmal Adrenalin. Gib ihm. Oh, Junge. Alter. Für Gondor. Junge. Not bad. Wie viel Gewicht? 8, ne? Okay. Ja, den müssen wir echt ausziehen. Also wir müssen uns eine Waffe jetzt gönnen.
Das Ding kann kaputt gehen, aber natürlich, wenn man kann, behalten. Was kommt als nächstes? Einer gegen alle, Pitfight oder Survival? Rebel. Nehmen wir. 100%. Dann, die Kohle sollten wir echt gut nutzen, das auf jeden Fall. Erstmal kaufen wir uns einen guten Helm. Das können wir ruhig dahin tun, mein Gott, das ist jetzt nur ein bisschen Platz. So, die Bronze-Dinger sind echt einer der besten Mid-Game- oder sogar Endgame-Dinger. Weil es gibt ja einmal Grau, also Silber oder was ist das? Eisen? Iron Grief, glaube ich, und es gibt Bronze Grief. Und ich glaube, das Einzige, was besser ist, oder genau andersrum, Silber ist besser als Gold. Aber ich finde, das ist genau perfekt. 50% hohe Durability und wiegt nicht zu viel und hat den Hardened-Skill. So ist ja die ganze Rüstung eigentlich aufgebaut. Die Brustplatte, die Arme, das hier und der Helm. Es gibt ja noch schwerer für ein paar mehr Prozente, aber ich habe die nie gespielt gerne, wegen Stamina. Oh, die ist echt gut. 30% gerade im Angebot. 40% für so einen Hut. Dein Ernst? Ja, okay, ist eine Mischung aus dem Eisen und das, ne, aber trotzdem. Infanteriehelm. 43 zu das, aber hält weniger aus und wiegt viel mehr. Plus Fame minus. Das wiegt sogar weniger. Das wiegt 8, dafür Fame mehr und 5% mehr. Das Ding ist, das hier lohnt sich sogar am meisten, obwohl er am schlechtesten aussieht, meiner Meinung nach. Denn ich finde den am coolsten. Problem ist, Fame Plus ist natürlich nice, wir können es in Geld umwandeln oder einfach mehr benutzen. Aber Gewicht ist so eine Sache, ne? Gewicht ist so eine Sache. Deswegen nehme ich, glaube ich, doch lieber den hier. Der ist auch am teuersten. Ich wette auch wegen dem Gewicht. Wobei, nee, lüge gerade. Normalpreis ist schon viel. Aber der ist gut im Angebot. Dann gönnen wir uns den Helm hier. Und da ist der Bronzkürass, oh mein Gott. Ja, Helm oder Rüstung? Das Ding ist, wenn ich das Ding jetzt kaufe, kann ich mir keine Waffe leisten. Ich weiß nicht mal, ob danach Waffe kommt. Ich bin also so oder so am Arsch. Boah, gehe ich ohne Waffe rein? Das ist dann ziemlich krank, ey. Das ist jetzt scheiße. Pass auf, wir kaufen jetzt erstmal den Helm. Damit fangen wir erstmal an. Scheiß auf die Rüstung. So. Und dann hätte ich zwar gerne den auch gekauft, wir müssen aber verzichten. Aber ich glaube, es kommt echt gerade nur Rüstung. Ich habe ja dafür extra geordert. Scheiße. Haben wir hier noch Upgrades? Die haben wir schon. Okay, Heilung. Und nochmal. Perfekt. Dann. Wir haben schon zwei Trades, nur noch zwei gibt es. Okay. Dann. Warte. Wetten. Können wir hier irgendwas wetten? Plus 3 Kills. Das geht auf jeden Fall. So, gewinnen in einer Minute geht nicht. Das ist egal. Wir kriegen 6000. Wenn ich ohne Waffe reingehe, muss ich beten, dass da was liegt. Boah. Schuhe sind gerade nicht so wichtig. Die treffen Beine sehr selten. Ein paar Mal schon, aber das ist jetzt nicht das Heftigste. Das Wichtigste sind die Arme, der Kopf und die Brust. Wenn es nach der Reihenfolge geht, erstmal Kopf, weil wenn das getroffen wird, höchster Damage. Und dann Brust. Falls man am meisten Brust getroffen wird, natürlich immer das. Aber die beiden zuerst kaufen. Aber das lohnt sich gerade nicht. Ich glaube, ich reroll und gucke einmal, was passiert. Es gibt eine Waffe. Okay, beten. Was haben wir hier? 13.000. Gefühlt Claymore, okay. Und was ist das hier? Chromo. Ich muss erst das Billige kaufen. 23 Schaden, 260 Durability, 65 Speed, 102 Range. Junge, die haben die Werte so angepasst, man merkt das. Davor war das nicht so viel Range, also anscheinend haben die es echt verbessert, glaube ich, wie das wirklich hittet. Und es wiegt nur 4. Das wiegt dafür 8. Und wenn du kein Schild spielst, ist immer noch 2 Handwaffen besser für Stamina. Aber nice, okay, für 2k gönne ich mir. Noch was, okay. Bongmaler. Jo, das ist ein richtiger Bong. Knockback 50% und Damage gegen nicht gepanzerte Gegner oder Körperteile. Wie viel habe ich hier? Nur Knockback, ne? 25 Schaden, 312. Das ist aber Two-Handed, das andere nicht. Beides hat Knockback. Ich finde Knockback ist nicht so wichtig. Deswegen nicht so ein Favorit-Stat. Besser wäre es gewesen gegen Gearmored mehr Penetration. Das ist das Brokenste mit Blunt, weil es hat ja schon so oder so. Steht das nicht sogar hier drin, ne? Ne, hier nicht. Da muss man ins Tutorial. Okay, dann. Hier haben wir sogar eine Rüstung. Die wiegt 12, also mehr als sogar... die wiegt mehr als die Brustplatte aus Bronze. Kostet natürlich weniger.
Aber verteile ich auch nicht so viel. Auch lustig. Dass das alles aus Methanien ist, ist sowieso immer schwerer, aber halt so typische Anfängerrüstung. Hauptsache viel Gewicht, damit es ein bisschen deckt. Hier haben wir einen halben Topf, Junge. GG. Oder wie ein Wok, Junge. Nice. Ja, kaufen wir sie? Können wir nicht. Glückwunsch. Ja, dann Reparatur anfordern. Wo ist das? Repair, repair, repair. Da. So, reparieren wir gut. Und dann trainieren wir. Ja, ich glaube, diesmal können wir wieder trainieren. Wir machen kurz mal Fame wieder weg. Ich glaube, Fame brauchen wir gerade nicht, oder? Warte, wir machen kurz zwei Slots frei. Und dann können wir noch irgendwas reparieren? Die Rüstung wäre nicht schlecht. Scheiße. Oder die Schuhe. Scheiß drauf. Das ist jetzt nicht so ein großer Unterschied. Das können wir reparieren. Das wäre zu gefährlich. Das wäre wirklich, glaube ich, zu gefährlich. Nee, 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 nee. Dann machen wir noch das hier. Und dann können wir weitermachen. Genau, dann. Was haben wir noch? Eigentlich alles fertig, ne? Falsche Taste, mal wieder. Gut, rein da. Drei Kills machen wir auf jeden Fall, garantiert. Sonst überleben wir ja nicht. Das gibt eine gute Auszahlung. 10% für den nächsten, das haben wir nicht. Und Rebel. Rebel ist immer gut. So, testen wir mal das neue Schwert. Bin gespannt. Schwerter sind nicht so meins, ne? Weil später sind alle zu tanky, aber Early Game Schwert, Bombe. So, wo seid ihr denn? Hier liegt ein Apfel auf dem Boden. Yo, seid nicht stuck. Komm ran hier. Gestochen. Mich gestochen. Irgendwie verteidige ich ja immer nicht so, wie ich das möchte. Na, egal. Oh, Slay, Junge. Iron Buckler nehmen wir mit. Besser als nichts. Gestochen. 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 Komm, ein Hit noch. Jawohl, die Beine abgefühlt. Oh ne, so. Boah, Alter. Chromo rasiert gerade, die haben nichts als Verteidigung, ey. Zack. Oh, der. Seine Waffe hat mehr Reichweite. Aber ich schneide ihn trotzdem durch. Ein nach dem anderen. Oh, Double. Animation, bitte. Bitte. Gerade halten das Schwert. Dann bin ich zufrieden. Oh, Double Bock. Von hinten. Zack. Da muss man Double Hit machen. Oh, Junge, geslayt. Ab. Bam, Junge, die Kamera schön schwenken für mehr Wucht darauf, die Scheiße. Er hat ja überhaupt einen Kopfstat. Aber irgendwann müssten wir eigentlich da durchkommen. Junge, der ist gerade richtig persistent. Nicht zu sterben. Jetzt haben wir ihn. Holy. Was ein Sieg. So, geben wir was anderes. Ovakan Blade, Small Blabla, Tradaka. Nee. Blaue. Ja, der ist echt nicht schlecht, dieser hier. Für den Anfang. Wenn man Zweihänderschwert mag, für den Anfang ist er echt gut. Und legt einfach einen Apfel. Was man nicht essen kann. Den Helm kann ich auch nicht anziehen. Da hast du noch ein paar Dinge, die rein müssen. Hoffentlich in den nächsten Updates. Wir sind in der Version 0,6. Bis Version 1.0 Full Release ist ja noch Zeit. Deswegen darf man ja nicht vergessen, ist ja immer noch Early Access. Das mag ich gar nicht. Nehme das. Das waren ziemlich schlechte Entscheidungen. Aber naja. Ich habe eigentlich wenig Schaden bekommen. Genau, es kann so bleiben. Was haben wir hier? Okay, das ist natürlich Iron. Das ist die Leader-Version, genau. Bronze Kyros, 10.000, Junge. Weil die 30% nicht mehr da sind. GG, ja, da warten wir. Ich könnte ihn halten für den nächsten vielleicht, Angebot, aber egal. Das hat gepunzt. Wunderschön. Du bleibst als Safety, falls ich den reparieren muss. Der hat schon 50 Schaden genommen, nur durch Schlagen auf diesen scheiß Helm, ey. Das ist echt krank. Tja, jetzt die Frage, was spiele ich denn weiter? 75, 59.
81 Ausdauer, 67 Bewegung, 57 Dashen, Shield 49. Ja, Shield muss auch auf jeden Fall noch höher gehen. Pass auf, wir tauschen, glaube ich, trotzdem. Genau. Ich will nämlich die Mace mehr skillen. Der kommt später. Außer ich will den erstmal spielen, bis er ein bisschen kaputt geht. Ja, das macht mehr Sinn. Dann repariere ich den wieder. Was noch? Vanguard. 14 Gewicht. Nein. Irgendwann ist natürlich, muss man gucken, wie viel Gewicht man braucht. Da ist mein Schild, Junge. Die Lila-Version. 3000. Das lohnt sich. Holy, warte. Oh, Elite Fight. Was kriegen wir hier? Kunda der Pillager. Pass auf, das ist gut. Vielleicht können wir das Schwert zur Not wegschmeißen gegen sein Schwert und sein Schild. Das heißt, gehe ich ohne Schild rein und spiele auf Glück. Die haben nämlich auch Schilde. Und wahrscheinlich kommen die alle auf einmal oder einzeln erstmal. Wenn ich den also schnell besiege und den Schild kriegen kann, habe ich ein Schild in-game. Dann muss ich den nicht machen. Oder ich kaufe trotzdem den Schild und tue den hier hin und spiele auf High Risk. Boah. Jetzt müssen wir nachdenken. Das Ding ist, die Rüstung geht kaputt. Eigentlich brauche ich die Rüstung. Scheiße. Ich will halt nichts jetzt kaufen, weil das eigentlich überteuert ist. Der Schild ist billig. Das ist wirklich bester Schild ever. Ja, das Gewicht ist kacke. Aber die Größe ist Bombe. Könnte größer sein, ja. Aber läuft. Ja. Hm. Oh, das ist cool. Oh mein Gott. Leder ist immer geil gewesen. Egal in welchem Spiel, Leder ist immer cool. 5 Ausdauer plus. Das ist Countern. Alter, das nehme ich mega. Bam, Junge. Okay. Und nun... Oh Gott. Kaufe ich den oder nicht? Junge. Scheiß drauf. Kann ja sein, dass sie schlechtere Schilde haben. Aber ich brauche trotzdem 2 Schilde. Oh shit. Oh mein Gott. Gott. Oh mein Gott, Junge, die Stats. Holy shit. Plus 10 Movement, Dashen und Padded. Ach du heilige Mutter, sag ich dazu nur. Alter, der hat Movement plus 10. Heißt das nicht, dass es sogar dagegen countert? Wenn wir zum Beispiel heavy sind, dann muss er doch diesen Effekt davon wegnehmen. Wir sind aber immer noch Weight 33. Weight 55 ist unsere... sozusagen maximal. Das heißt, warte mal. 33 sind wir gerade mit der Ausrüstung, was ähnlich ist wie das hier. Okay, das ist doppelt so schwer. Vorteil. Dann haben wir zum Beispiel noch Boots, die vielleicht als Beispiel nur 6 oder 5 wiegen oder 4. Und dann haben wir die Schulterplatten jeweils 2 oder auch 4. Der Helm ist ja richtig gut, cheap und auch gut. Jetzt nur noch die Rüstung plus, keine Ahnung, 10. Wie die Brustplatte hier. Dann sind wir ja nur bei, wie viel? 38 immer noch? Junge, wir können so gut im Mittelbereich bleiben, wenn wir nicht das Schwerste kaufen. Das ist echt gut. Also man könnte theoretisch beinahe alles Bronze gehen. Und man wäre immer noch sogar im Threshold im Medium-Bereich. Außer die Waffen und Schilde werden noch größer. Dann ja, dann sind wir in Heavy. Agil. Okay, jetzt sehe ich die Vorteile einer lila und goldenen Waffe. Damit wollen die dich hindrücken, das zu nutzen. Weil wenige, außer Ausnahme das hier, manche... haben keine Booster. Und deswegen lohnt sich das jetzt, weil vorher habe ich immer blau oder lila gespielt, weil erstens Preis und die waren auch besser als die goldenen, muss man sagen, bis auf Rüstung. Und jetzt haben wir da was Gutes, okay. Nice. Ja gut, ich gehe glaube ich so rein. Aber eine bessere Rüstung wäre cool gewesen. Vielleicht kriege ich noch eine, mit Glück. Nee. Lila? Hardened. Kriege ich nichts. Genau, das ist die silberne Version. 6 Gewicht. Wie viel hatte die andere? Scheiße, war das 4 oder auch 6? Weil dann ist das am besten. Wobei, noch 2 Gewicht mehr, dann hast du solche geilen Stats auf der goldenen. Ja, okay, dann lohnt sich Gold wieder. Vielleicht auf den Füßen extra dafür. Genau. Na gut. Gehen wir rein. Die Rüstung wird wahrscheinlich kaputt gehen. Dann ist das so. Und? Training? Nein. Kein Training. Heilung? Brauchen wir nicht. Alles klar. Rein da. Betten? 3 Kills. Sollte drin sein. Und gib ihm. Der Platz schon wieder. Okay. Dann wollen wir mal. Ich hoffe, nach dem Fight, wenn wir es überleben, ne, man darf ja nicht immer zu sehr
schon über die Zukunft sprechen. Aber wenn wir es überleben, Rüstung holen. Definitiv. Waffe sind schon mal nicht schlecht für den Anfang. Für Midgame. Rüstung würde ballern. Lol, der Beat, Alter, schon wieder. Ich muss die schnell töten, bevor der eine kommt. Sonst haben wir mehr Probleme als vorher. Oh, fuck. Ihr Wichser. Die wechseln sich ab. Geslaint. Einer weg. Oh, mein Schild ist weg. Ihr kleinen Wichser. Plus 10 Chance zu stunnen. Okay. Nee. Der Knüppel hat sich immer noch besser angefühlt. Oh mein Gott. Vielleicht, weil ich auch höher war mit dem Skill. Deswegen mehr Schaden und schneller angreifen, präziser angreifen. Aber... Oh, fuck, Junge. Ausdauer. Animation. Ich hasse diese schwulen Krüppel-Animationen. Der holt auch manchmal viel zu hoch raus, die Waffe. Der macht gefühlt in seinen Rücken, deswegen ist die Hand so krüppelig. Come on, Junge. Zack. Schöner Block. Von hinten schon wieder. Du Bastard. Wegen dir bin ich einmal gestorben gefühlt. Ey, die Stun-Animation ist zu broken, wenn man blockt, finde ich. Oh, durchgegangen. Schöner Block. Ganz schnell in der Slow-Mo, als wenn es Matrix wäre. Wie viel hältst du aus, Junge? Er wirft die Waffe. Du kleiner Bastard. Slain, Junge. Piss dich. Oh, es trifft ihn nicht. Block, Junge. Okay, blocken wurde verbessert. Das gefällt mir. Vorher war das immer so ein bisschen krüppelig. Slain. Da ist der große Boy. Komm in die Mitte. Ist es der letzte? Ich hoffe es. Drei hier. Drei da. Jawohl. Oh nein. Das ist die Krüppelwaffe, die um die Schilde schlägt. Mann, ist er broken. Mein Schild wird ordentlich leiden müssen. Aber sein Schild nehme ich nicht. Der ist schlechter. Man kann so Geld drumherum schlagen, wie ihr gerade seht. Das ist sein Nachteil. Sein Schild ist kacke. Das ist nur Show. Schön bling bling und nichts dahinter. Come on. Ich brauche auch so. Gib mein Schild wieder. Zwei Schaden, drei Schaden, nee, 10 Schaden. Wieso stirbt er nicht? Muss ich abbrechen? Du kleiner Bastard. Aha. Mein Gott, die Mucke pusht einen immer häufiger anzugreifen, aber die Ausdauer kommt nicht daher. Okay, das kann ich nochmal versuchen, aber dafür brauche ich viel Ausdauer. Jawohl! Du, das war's mit dir. Curved Lofossi. Warm, Alter. Wie stark ist das Schild, warte? 16 Gewicht. Boah, ist das widerlich. Noch schlechter als meiner. Ekelhaft. Warte, wie viel Stun-Chance gibt er denn? Ah, immer 10. Ah, ich weiß warum. Das ist ja mein Passive-Perk, weil mit dem Schild komme ich ins Medium rein. Ja, genau. Sonst nichts Besonderes? Nee. Jetzt habe ich das Broken-Schwert wieder, was ich hatte, um die Schilde zu schlagen, wenn ich seitlich so gehe. Broken. Geil. Du warst gut für ein paar Kämpfe. Danke dir. Leider kann ich nicht beides haben. Die sollten das umändern in Gewinner oder behalte seine Waffe. Als Belohnung. Dodgy. Plus 30 Dashing-Skill oder... Plus 50 Fundraises Rate of Conversion. Noch mehr Geld sozusagen, wenn ich Fame nutze. Das ist geil. Also ich mag nicht puren Stat einfach nur, der nicht so wichtig ist für mich. Dodgen ist für mich der wenigste Skill, der wichtig ist. Wait, da oben gibt es auch noch was. Alter, sag mir nicht, ich habe bis jetzt immer drei gehabt und ich war so blind, ich habe nur zwei gesehen. Bitte sag mir das nicht. Ach du Scheiße, ich nehme das hier. Oh mein Gott. Ich muss danach erstmal meine Aufnahmen wieder angucken, bei den ersten Trades, ob da nicht dasselbe war. Da war ich echt blind. Ich bin immer noch zufrieden über die ich habe. Ich meine nur. Das ist zu wenig. Ich muss recovern oder das. Ich nehme das. Scheiße. Egal. Razor Sharp. Ja, das haben wir schon. Das ist halt ein bisschen useless, der Stat. Aber na gut. Der hat leider nicht diesen 25% mehr Damage auf Unarmed. Schade. Aber richtig stark. Gutes Endgame-Schwert. Hier rein. Wie viel hast du schon gefressen? Die Hälfte. Junge. Was haben wir hier? Iron Two-Handed. Achso, das Ding. Das ist was Komisches, genau.
Aber jetzt hätte es weiter unten, glaube ich. 139 Range, ja. Jetzt haben die es erhöht. Minus 5 Einhanded Sword. Ja, okay, da wir das nicht benutzen, ist es egal. Indirekt. Dann haben wir noch den hier. Nee. Gleiches Gewicht, aber guckt euch den Unterschied an. Heftig. Bronze Grief, das wäre ein guter Anfang. Aber Iron Grief ist besser mit denselben Stats. Nur 75% statt 50. Was haben wir hier? Hanyan Blade Griefs. Plus 5 Stamina. Junge, ich kann mit diesen ganzen kleinen Dingen, also alles was Hanyan ist, auf die Arme und Beine 5 Ausdauer kriegen. Das wäre ein 20 Ausdauer Boost. Im Endeffekt heißt das, ich könnte sogar Stamina auf über 120 kriegen, ne? Oder bis 120, weil es die 5 Waage sind, genau. 100 kannst du selber erreichen. Es stand aber irgendwas in den Patches, man kann sogar übergehen mit gewissen Traits oder vielleicht Skillen selber. Da muss ich noch gucken, vielleicht ist es ja sogar sein Perk, je nachdem. Alter. Stark. Okay, das gefällt mir. Weiter geht's. Die zwei wichtigsten Traits von den Favor-Typis habe ich schon mal. Sie und ihn. Ich finde, die anderen beiden sind nicht so useful, außer man will wirklich Kohle machen. Da ich aber selber schon Kohle mache und ich habe nicht diesen das Problem von Kohle, wie mit anderen Charakteren, ist das schon mal sehr, sehr gut. Jetzt muss ich nachdenken. Was hole ich mir? Hole ich mir Bronze Grief? Aber das lohnt sich noch nicht, weil erstens, ich kann mir erstmal den hier holen. Die sind richtig gut für ein Early Game. Gönnen wir uns die hier. So, zack. Das nach da hinten. Das nach da hinten, weil es ist Müll. Sozusagen indirekt. Neue Waffe. Was haben wir da? Ovakan Bone Darker. Junge, die Ovakan ganze Reihe ist ja mal richtig busted. Im Sinne von Early Game. Bis jetzt haben wir noch kein super Endgame gesehen von denen, aber Early Game ist richtig stark. Guckt euch diese Boosts an. Damage gegen Schilde ist eines der wichtigsten für mich persönlich, weil ich hasse Schilde, wie lange die halten später. Da brauchst du eine Waffe, die ballert. Dann auch noch gegen Armor. Beides in einem. Okay, das ist ziemlich broken. Und dann noch die beiden Booster. Heftig. Richtig gute Waffe. Wenig Schaden leider und Haltbarkeit, aber naja, ist halt weiß, ne? Weiße Rarität. Und das ist die bessere Variante von meinen. Und zwar sozusagen dasselbe, nur dicker. Viel, viel dicker. Sozusagen richtig wie so ein Pantheon-Schild. Oder Achilles-mäßig. Wobei Achilles hatte nicht so einen großen Schild. Und noch ein paar Öffnungen. Aber in die Nähe. Leider, wie gesagt, viel, viel schwieriger. Schwerer. Und das Lustige ist sogar, irgendwie hat er sogar weniger als meiner. Von Durability. Ich glaube, das ist der falsche davon. Trotzdem lustig. Naja. Wir müssen rerollen. Heilung, brauchen wir das? Jo. Heilung gönnen wir uns. Dann, was brauchen wir hier noch? Mehr wiederherstellen, wäre nicht schlecht. Das ist wichtig. Aber erstmal, bevor wir das machen... Ein Draft. Wir können alles reparieren. Wichtig. Das gönnen wir uns. Alles ausziehen, was repariert werden muss. Schild. Rüstung. Du bist voll. Du bist nicht ganz voll, aber jetzt stirbst du nicht davon, wenn du nicht repariert bist. Was noch? Wir holen uns das Patronending. Wo ist das? Da. Das Wichtigste, weil das persönlich brauche ich nicht. Ist natürlich nice to have, aber das ist Endgame. Das ist nice für den nächsten Charakter zu haben. Am meisten in dem Rang, aber ich finde es zu... zufällig, bis man das hat. Ich finde einfach nur Münzen selber besser als das hier. Meine persönliche Meinung. Weil du kannst ja nur blau maximal mitnehmen. Da ist mehr so lala. Und das hier ist halt gut, wenn du garantiert davon haben willst. Aber nicht unbedingt. Aber die, die ich alle habe, die muss eigentlich jeder kaufen, garantiert. Und die anderen sind so, meh. Genau, außer du willst das hier unbedingt nutzen. So. Reparieren, auf jeden Fall. Und dann... eigentlich rerollen. Das Ding ist, ich habe nicht genug... ah, ich habe eigentlich nicht genug, ne? Warte. Betten. Rebel ist schon mal gut. Dann ist das schneller vorbei. Aber die ganzen Dinger sind kacke. Das könnte ich schaffen, aber ich will mich darauf verlassen, dass da wieder so viele kommen wie letztes Mal. Reroll. Und wir haben keine Rüstung. Das ist schlecht. Oh, achso, das ist der hier. Dashing plus... oh mein Gott, 15. Stufe 3. Der hat alles. Holy. Durch den Perk haben wir natürlich die unteren beiden auf jeden Fall. Aber trotzdem heftig, Alter. Iron Grief, da ist es. 8000. Das hatten wir davor. Sehr gutes Starterschwert. Kann ich nur empfehlen. Klar ist die Keule besser, aber ich meine nur. Ah. Leder. Small Iron. Auch nicht schlecht für einen Starter. Schön groß. Leider wiegt er halt sehr viel. Und dann der Müll. Okay.
Mehr als das können wir nicht haben. Können wir noch irgendwas reparieren? Machen wir ein Stück auf. Machen den Helm zur Not rein. Aber ich schiebe ihn ein bisschen vor. Genau. Und vielleicht noch irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Dann können wir alles eigentlich hier reinknallen. Fundraise. Bam. Und die Kohle behalten wir. Wobei, nee, wir trainieren jetzt. Der nächste Fight ist ja mehr so okay. Und wir trainieren. Schild kriegen wir eigentlich immer. Movement ist schon nicht schlecht. Am meisten mit dem Boost sowieso. Weight plus 18, aha. Daher kann man sehen, was hier geboostet hat. Das ist nice. Ich glaube, hier im Schild. Schild ist definitiv gut zu leveln. Das dauert auch so lange damit. Zack. Und gib ihm. Unsere Regeneration ist auch verdammt gut. Das haben die auch verbessert. Richtig gut gemacht. So, let's go. Das ist dann ein guter Abschluss. Wieder im Donner. Welche Farbe? Lila. Nein, nicht den Speer. Ich hasse Speer. Wo seid ihr? Bam, Piekser. Piss dich. Ja moin, er hat Vorteil. Hä, piss dich. Guck mal, das meine ich. Er hat mir gerade einen Hit gegeben, meine ganze Stamina ist low gegangen. Hat er irgendwie einen Stamina Drain, sind wir MMO. Und dann rennt er immer in mich rein. Jedes Mal. So kämpfen die, so. Das sollte nicht so sein. Selbst für ihn ist das nachteilhaft. Aber ich habe ihn anscheinend geslayt. Keine Ahnung wie. Weg damit. Das sind Zweihänder. Bongmaler. Danke dir. Leute, man kann das echt einhändig führen. Das ist echt gut. Wo ist jetzt Blau hier? Bam, Junge. Schön mit der Keule. Okay, Bongmaler könnte das Upgrade sein zu meinem jetzigen. Oh mein Gott. Zu meinem jetzigen Keule. Aber das ist ein bisschen kürzer. Merkt man. Bong, Junge. Oh, schön geblockt. Bong. Komm her. Bong, Junge. Bong, Alter. Weiter geht's. Aber keine Ausdauer. So, wo ist das hier? Da. Einfach nur Overhead. Jetzt muss ich Bong machen. Du Ficker, hör auf immer in die Nähe zu kommen, wo keiner von uns fighten kann, außer natürlich, weil du KI bist. Slain. Alter, kranke Scheiße. Wo ist der Blaue? Da. Hä, piss dich aus dem Nahkampf, Junge. Wir können so nicht kämpfen. Mein ganzer Ausdauer ist wieder weg. Getroffen. Bam, Junge. So heftig, wenn wir nur Hälfte Leben haben. Alter, das passiert so hart. Man kann hier richtig gut leveln. Bong. Nicht getroffen. Schöner Block. Come on. Du triffst dich mal. Oh, tritt. Bam, Alter. Schon wieder Reinforcement. Das ist broken. Double-Treffer. Da fehlt noch einer. Bam, Junge. Easy. Bei dem Schaden definitiv drei Hits. Ey, die Range ist aber kacke. Die Range ist richtig bad. Die Weapon will break soon. Scheißegal. Greif an, Junge. Ich muss Schild verbessern. Stehen bleiben. Lol. Junge, hör auf jetzt. Gib mir mein Schild wieder. 25% beides. Holy. Ah, das ist wegen Gewicht. Hier wirkt mein Ding. Okay, nice. Das war scheiße. Blockt. Leveln. Keine Rüstung, er lebt immer noch. Crazy. Einfach nur Krüppelkerle hier. Zack, fertig. Finally. Junge, der hat lange gedauert. So, nutzen wir mal ein bisschen Schießen, würde ich sagen. Feuer. Hat nicht getroffen. Oh, hier Fight. Oh, Junge, ich dachte, das wäre ein Typ von uns. Gar nicht drauf geachtet. Piss dich, Junge. Immer wieder diese Scheiße mit zu nahe kommen. Das regt mich so auf, ey. So muss er kämpfen und nicht so reingehen die ganze Zeit. Guck mal, wer will so kämpfen? Ja, genau, dann passiert sowas.
Zack, Junge, geslayt. Aktiv nochmal schießen. Ah, da ist gar keiner mehr. Bong. Ja, das Geräusch auf dem Schild ist auch lustig, ey. Oh, nice, Treffer. Schild kaputt. Schlechter Treffer, weil wieder so köpplich nach ganz hin da. Das ist eigentlich viel zu viel, wie er ausholt. Ja, Overhead rechts ist besser. Die Animation ist da ein bisschen smoother. Ja, definitiv. Von oben so runter ist immer besser zu schlagen, statt seitlich. Beinahe immer. Nein, broke. Nächste. Aber schwer, den... Oh mein Gott. Von da oben zu drücken. Aber wenn du drückst, dann drückst du richtig. So, meine Ausdauer ist halt scheiße. Wir jumpen mal ein bisschen für Leveling. Gerade mit Dash und Angriff. Nein, Allies-Safe arrived. Erreicht, Junge. Ja, moin. Einer ist nur noch. Also haben wir auch Verstärkung. Das finde ich gut. Und win. Wunderschön. Das ist echt ein guter Modus. Also ich finde ihn sogar relativ leichter, dadurch, dass du Ausrüstung bekommst. Das ist echt gut. Und sehr viel Kohle. Scheiß auf Fame. Free Repair oder Fisch? Ja, immer Arzt, Junge. Der Arzt ballert immer mehr. So, was ich mehr will. Mehr Storage? Ne, das ist am billigsten. Mehr Option ist das Einzige, was später bleibt, das hier. Die haben das... Haben die es entfernt? Eigentlich hatte man das auch noch früher. Ich glaube, das ist Storage. Nicht, dass ich verwechsel es immer wieder. Jetzt habe ich mich selber verkackt. Ja, oh Mann. Naja, egal. Imperius, was haben wir hier? Das sieht natürlich cool aus. Also wenn der Speer so funktionieren würde wie in dem einen Achilles-Game oder Mountain... Okay, Mountain Blades ist auch ein bisschen kacke, aber das liegt an den Schilden. Sonst, genau. Wenn der Speer geil funktionieren würde, wäre Speer eine meiner Lieblingswaffen. Aber ist nicht so. Wir arbeiten mit dem, was wir haben. So, da ist der zweite Schild. Den müssen wir uns eigentlich holen. Ah, da ist der ein bisschen Achilles-Schild. Cool. Auch größer. Aber halt, wie gesagt, der Kopf ist frei und die Beine von unten. Also schlecht gegen Speer. Wir gönnen uns den hier. Scheiß auf die 10%. Jetzt haben wir den zweimal. Und ich habe vergessen, reparieren zu drücken. Ne, ist repariert worden. Ah, der hat nicht genug mehr, oder? Genau, weil der war kaputt. Aber der hat so viel schon wiederhergestellt, dass ich nicht genug Durability hatte für alle. Junge, Junge. Alles klar. Haben wir noch einen Draft oder Luck of Draw? Wir haben ein Tournament. Oh, oh. Okay, Leute. Dann machen wir hier den Stopp. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.